Guten Tag, mein Name ist Reto Eberhardt und ich möchte Ihnen in diesem etwa 7 Minuten dauernden Slidecast 2 alternative Unterrichtsformen zeigen, die man bei einer großen Vorlesung einsetzen kann, um den frontalen Unterricht etwas aufzulockern. Der Rahmen ist entstanden in einer größeren Vorlesung, einem Vorlesungszyklus im ersten Semester bei 270 Studierenden, die alle aus 4 verschiedenen Studiengängen aus der Pflege, aus der Physiotherapie, der Ernährung und den Hebammen zusammengekommen sind. Das Ziel der Vorlesung war eine Vermittlung von Grundlagenwissen, insofern man eben auch zum ersten Mal in diesem Studienjahr die Studierenden zusammennehmen konnte aus den verschiedenen Studiengängen. Das andere war, diesen Rahmen dann auch zu benutzen, um eine Förderung des interdisziplinären Bewusstseins zu erreichen. Jetzt wurde mit 2 didaktischen Experimenten gearbeitet. Das Ziel davon war, dass man eben die Studierenden in die Vorlesung einbeziehen kann. Die Vorlesung fand am Abend statt. Die Studierenden hatten also bereits einen langen Studientag hinter sich. Und zum anderen sollte eben auch diese Chance der Beteiligung aller 4 Studiengänge genutzt werden, um in dieser Vorlesung eine gewisse Durchmischung zum ersten Mal zu erreichen. Was aber in einer klassischen Form der Vorlesung natürlich nicht möglich war, weil dann ja die Studierenden einfach an den Ort sitzen, an den sie eben gewohnt sind und das natürlich mit ihren Kolleginnen aus demselben Studiengang. Ich stelle Ihnen jetzt nun 2 Experimente dafür vor. Das eine ist ein Riesenpuzzle, das andere ist eine Art Schauspiel, die ohne weiteren Aufwand, sozusagen ohne größere Vorbereitung im Vergleich zu einer klassischen Vorlesung gemacht werden können. Dieses Riesenpuzzle, dieser Name beruht eigentlich auf dem klassischen Puzzle, wie wir ihn kennen. Da werden also Studierende nicht riesige Puzzles in die Hand nehmen müssen, sondern das Ziel ist, dass man wie in einem normalen Schulunterricht den Puzzle aufbaut mit einer Expertenrunde und dann neu in einer Unterrichtsgruppe diese Experten wieder zusammenstellt. Ich werde Ihnen das jetzt im Einzelnen zeigen. Es ist so, dass die Studierenden bei Beginn der Vorlesungen natürlich nach ihren Studiengängen sitzen. Meistens sind es eben entweder die Ernährung zusammen, Pflege zusammen, das sind jeweils 2 Bänke. Diese mussten also zu Beginn der Vorlesung einfach mal über den Ablauf instruiert werden. Dann kam die Aufteilung der einzelnen Studierenden nach ihren Studiengängen. Es dauert etwa 2 Minuten. Man kann also rasch erklären, dass sich jetzt alle Studierenden der Ernährung in diesem Fall rechts oben einfinden sollen, die Pflege dann links oben. Und so sind mal die Gruppen auseinandergezogen, damit auch Expertengruppen gebildet. Jetzt wurden diese Expertengruppen sozusagen in ihrer ersten Phase der Unterricht angeleitet, dass sie ein bestimmtes Blatt, das sie bekommen haben, jeder Studiengang hat ein eigenes Blatt bekommen, dass sie das mal zuerst lesen und dass sie dann, hier wäre also ein Beispiel eines solchen Blattes, dann das Beispiel der Physiotherapie, dass sie dann damit sich zusammensetzen zu kleineren Gruppen oder zu größeren Gruppen und dann die Fragen dazu diskutieren. Es ging also darum, dass sie in einem zweiten Teil sich austauschen in diesen Expertenrunden, festlegen, was man den anderen Studierenden mitgeben will, was man denen für Fragen stellen kann, damit diese dann den Fall, den man eben in der Gruppe bearbeitet hat, auch kennen. Das Ganze dauerte insgesamt also bis hierhin etwa eine Viertelstunde. Jetzt waren die Experten sozusagen bereit, die konnten jetzt noch untereinander sich abschließend austauschen. Wir hatten natürlich nicht die Kontrolle, ob unter anderem ein fremder Studiengänger da in eine andere Gruppe mit hineinkam. Das war aber auch sekundär und konnten wir auch nicht beobachten. Jetzt, wie kann man diese Gruppen in einem großen Hörsaal zu Unterrichtsgruppen neu zusammenstellen, wo also in einer kleineren Unterrichtsgruppe je ein Experte drin sein sollte? Wir haben das so gemacht, dass die bereits ja nach Studiengang aufgeteilten Gruppen in vorgegebenem Takt unter sozusagen straffer Führung eine Person abgaben. Die haben sich unten dann wieder gruppiert in einer neuen Gruppe, nach 20 Sekunden eine weitere Person. So wurde das dann immer schneller durchgeführt,
Nach etwa 4 Minuten waren unten alle Gruppen mit je einem Experten gebildet. Das Problem war jetzt aber, dass eben die Gruppen nicht gleich groß waren. Also die Physiotherapie, die hatten über 100 Studierende, die Hebammen waren die kleinste Gruppe mit unter 50. Die Limitierung dieser homogenen Gruppenzusammenstellung war also bei den Hebammen mit etwa 50. Wir konnten also 50 Gruppen zusammenstellen, die genau je ein Experte, eine Expertin drin hatten. Es waren aber noch übrige bei den Physiotherapie, Pflege und der Ernährung. Jetzt die mussten in einem zweiten Gang dann separat aufgeteilt werden. Die Gruppenbildung war also damit dann erst abgeschlossen, nachdem eben Gruppen von etwa 4 bis 6 je sicher einem Experten und dann vielleicht noch 1 bis 2 desselben Studiengangs gebildet waren. Das sah dann so aus, wie Sie es in diesem Bild sehen. Sicher je ein Experte aus einem Studiengang ist drin und die werden dann noch aufgefüllt zu 5 bis 6 Personen. Das waren dann die einzelnen Unterrichtsgruppen. Bis hierhin brauchte es etwa eine halbe Stunde. Daraufhin war der Auftrag an die Unterrichtsgruppen eigentlich klar, wurde aber nochmals wiederholt, dass jetzt jeder Experte in dieser Gruppe, wenn es eben 2 waren, mussten sich entscheiden, wer was macht, ihren Fall vorstellt und ihre Fragen mit dieser Gruppe diskutiert. Das war also dann die zweite Teil dieses Puzzles und wie im klassischen Unterricht wurde dann am Schluss eine Auswertung im Plenum durchgeführt, wo also die Gruppen dann die Fragen beantwortet haben sollten. Wenn noch Fragen war, dann konnte das im Plenum diskutiert werden. Auch sozusagen eine Zusammenfassung dieser Aspekte wurde dann im Plenum durchgeführt. Der Aufwand im Vergleich zu einer klassischen Vorlesung ist bei einem Riesenpuzzle nicht größer. Es ist eine andere Form. Man muss für die einzelnen Gruppen, wenn wir jetzt wie in unserem Fall 4 Gruppen bilden möchte, muss man die Arbeitsaufträge für jede Gruppe erstellen. Das nächste Experiment, das ich Ihnen vorstellen möchte, das ist das Experiment Hörerinnen und Hörer als Moleküle in der Vorlesung Stoffaustauschprozesse. Hier zeige ich Ihnen nur einen kleinen Ausschnitt. Es geht darum, dass hier Studierende einbezogen wurden, um diesen relativ abstrakten Prozess, beispielsweise der Osmose oder eben in diesem Fall des Vesikeltransportes, vorzuzeigen. Dabei wussten die Studierenden nicht mehr, wir gingen nicht von einer Vorbildung aus. Die Vorgaben waren minimal, Sie sehen hier ein Bild. Darauf haben wir eine kleine Gruppe von Studierenden, die ein Makromolekül spielen. Wir haben eine Membran, also diese Studierenden, die in einer Reihe aufgereiht sind, wobei oben und unten die Studierende sich festhalten muss, während die dazwischen die Hand sich reichen. Das ist die Membran, das wissen Sie. Sie dürfen sich bewegen, Sie dürfen die Hand aber nicht loslassen. Sie dürfen sozusagen die Membran nicht öffnen. Und trotzdem muss jetzt dieses Makromolekül links durch diese Membran hindurch auf die andere Seite, also von extra nach intrazellulär. Das müssen die Studierenden selber lösen. Sie sehen hier einen ersten Versuch. Man umschließt oder beginnt mal mit dieser ja flexiblen Membran, weil sie ja die Hand dehnen können oder die Arme, dieses Makromolekül zu umschließen. Das ist der eigentlich erste Schritt zum Erfolg. Mit etwas Nachhilfe konnten sie dann einen Handwechsel gestalten. Und die Lösung dann ist, dass eben dieses Makromolekül umgeben von der Membran sich abkapselt und damit sozusagen als Vesikel in die Zelle hineinkommt. Was dann eben dem bekannten Prozess, in diesem Fall der Endozytose, entspricht, dass also entweder flüssiger oder fester Stoff umkapselt wird und so als Vesikel aufgenommen werden kann in die Membran. Das hat den Studierenden Eindruck gemacht. Sie konnten eigentlich mithelfen, wie eben so ein Prozess gelöst werden kann, was dann die Erinnerung an so einen Prozess eben sehr plastisch und spielerisch übermitteln kann. Dies waren also 2 Beispiele, wie man auch bei großen Vorlesungen einen frontalen Unterricht auflocken kann, ohne dass der Aufwand dabei groß ist. Er war sogar häufig gerade im Prozess der
Osmose- und Vesikeltransport ist kleiner, als wenn die ganze Vorlesung rein frontal gehalten werden sollte. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass das Sie allenfalls auch animieren kann, solche Unterrichtsformen in den Unterricht einzuführen.